Professor Völsch, welchen Fokus setzt der DGM 2018? Das Hauptthema ist zweifellos analog zu dem Präsidenten die Altersmedizin, die Polymorbidität und die Polypharmazie, wo es eine Vielzahl von physiopsychologischen Themen gibt und Referaten gibt, die hier gehört werden können. Und ich glaube, das ist faszinierend für alle zu lernen, was im Alter möglich ist, worauf man achten muss, wie man auf die Ernährung achten muss, wie man auf die Bewegung achten muss. Ich glaube, da kommt sehr viel zusammen, was hier auf dem Kongress zusammengetragen wird. Wie schaffen Sie es denn, all diese verschiedenen Themen der inneren Medizin in einem Kongressprogramm zusammenzufassen? Das haben wir auch gelernt. Wir haben ein Programmkomitee gebildet, das von sämtlichen Schwerpunktgesellschaften der inneren Medizin, das sind 10 verschiedene, gebildet wird und zusätzlich Kolleginnen und Kollegen von dem jeweiligen Präsidenten. Und die von den Schwerpunktgesellschaften kommenden Mitglieder der Programmkommission sind für 4 Jahre bestellt. Dadurch haben sie Erfahrung und sie haben Erinnerung von früheren Programmen, die sie dann in das neue Programm mit einbringen können, um zu sagen, ach nee, das haben wir letztes Jahr gehabt, das macht keinen Sinn, sodass man eben eine Vielfältigkeit herstellen kann, ohne sich permanent zu wiederholen. Und das ist, glaube ich, wichtig und es müssen auch von jedem Schwerpunkten eben auch neue Ideen reingebracht werden von neuen Forschungsentwicklungen, die so nicht vorhersehbar waren, die man dann im Programm des jeweiligen Kongresses auch unterbringen kann. Als Generalsekretär der DGM haben Sie sicherlich einen guten Überblick, was Mediziner und speziell Internisten aus beruflicher Sicht so beschäftigt. Was sind denn die großen Herausforderungen, die der Fachbereich in den kommenden Jahren meistern muss? Das sind viele. Wir sind gerade mitten dabei, die Novellierung der Musterweiterbildungsordnung vorzunehmen. Und da sind wir schon bemüht, darauf zu achten, dass der Garten der inneren Medizin nicht umgegraben wird von Nachbardisziplinen wie Chirurgen, Orthopäden oder Radiologen, sonst was auch immer. Also wir müssen schon aufpassen, dass alle Inhalte der Weiterbildung eben wahrgenommen werden, dass sie durchgeführt werden können und dass nicht zu viele andere Gebiete in unserem Garten wildern. Das ist das Erste. Das Zweite ist eben, dass wir eben sehr viele Zusatzweiterbildungen haben, die formuliert werden müssen, sei es Notfallmedizin, Intensivmedizin, Infektiologie oder auch Geriatrie. Und da gilt es eben auch so darauf zu achten, dass die Inhalte stimmen und dass wir uns eben abgrenzen gegenüber anderen Gebieten der Medizin. Das ist so viel zur Weiterbildung. Wir haben auch enorm viel Aktivitäten in der Verbindung zum gemeinsamen Bundesausschuss und zum EQUIC. Worum geht es dabei? Es geht dabei unter anderem um Zulassung von neuen Medikamenten, wo wir um Kommentare gefragt werden, ob wir bei dem Medikament einen Zusatznutzen sehen, ob wir keinen sehen. Wenn kein Zusatznutzen gesehen wird, müssen wir erklären, ob wir einverstanden sind oder ob wir das anders sehen. Das ist auch ein immens großes Gebiet, mit dem wir uns auseinandersetzen und diskutieren mit dem gemeinsamen Bundesausschuss. Ein drittes großes Gebiet, das uns sehr viel beschäftigt und dazu haben wir auch sehr tüchtige Mitarbeiter, sowohl in den Gremien als auch in der Geschäftsstelle, das ist die Unterstützung der jungen Mediziner. Die jungen Mediziner, die ja sehr viel Zeit oder praktisch ihre gesamte Zeit damit verbringen, die Patientenversorgung zu bewerkstelligen, die haben keine Zeit mehr für die Forschung. Und deswegen haben wir enorme Programme aufgelegt, um zum Beispiel Promotionsstipendien auszuschreiben, um Stipendien für die sogenannten Clinician Scientists auszuschreiben. Das sind also Programme, die es einem jungen, wissenschaftlich interessierten Kollegen oder Kollegen erlauben, neben seiner Klinik auch eben aktiv Wissenschaft zu betreiben, die dann die Zeit von der DGM bezahlt wird. Das hat sich in den vergangenen zwei Jahren enorm herumgesprochen, ist populär geworden und wird auch sehr gut angenommen. Was ist denn Ihr Ratschlag an junge Internisten, abgesehen von der Forschung, für ihre berufliche Karriere? Auch im Hinblick darauf, dass andere Disziplinen versuchen, teilweise in ihren Bereich einzugreifen. Also ich selbst bin ja ein Mediziner, der in der Universität ausgebildet worden
ist und sehe das als großen Vorteil, weil eben das wissenschaftliche Denken, was man schlichtweg lernt, wenn man in diesem Bereich arbeitet, eine gute Voraussetzung ist für die Differentialdiagnose und Differentialtherapie von Patienten, weil eben das wissenschaftliche Denken eine andere Qualität hat als das völlig normale Denken, frei von Wissenschaft. Deswegen würde ich jedem jungen Mediziner raten, auch wenn er nicht langfristig an Wissenschaft interessiert ist, sich zumindest vorübergehend damit zu beschäftigen, sich an einer Studie zu beteiligen, an einem kleinen Forschungsprojekt, um eben auf diese Art und Weise eben Wissenschaft kennenzulernen und wissenschaftlich denken zu lernen. Das kann auch schon im Studium geschehen. Man muss es eben nur wahrnehmen. Da gibt es durchaus Angebote, dass man das im Studium durchführen kann, um dann möglicherweise auf den Geschmack zu kommen und dann der Wissenschaft treu zu bleiben. Die Forschungserfahrung ist dann sicherlich auch relevant bei den niedergelassenen Ärzten. Und so kommen wir noch zu dem letzten Thema. Sie haben ja gerade referiert zum Check-up 35 oder zur Check-up 35 Untersuchung. Kann diese dann zur Prävention beitragen? Gibt es hier schon neue Daten und stehen hier noch Veränderungen an? Nein, da gibt es keine Daten. Da gibt es nur unsere Vorschläge, wie wir eben den Check-up 35 eben durchführen wollen. Und das ist schon ein bisschen anders, als es bisher der Fall gewesen ist. Wobei übrigens bei der Entwicklung dieser Modifikation, die wir erarbeitet haben, haben die hausärztlichen Internisten eine ganz große Rolle gespielt. Wir haben da gemerkt, dass eben diese Gruppe von Medizinern in unserer Gesellschaft in den Aktivitäten nicht ausreichend repräsentiert sind. Und wir haben dazu jetzt eine Gründungsversammlung einberufen, vor 2 Tagen hier im Mannheimer Kongressgebäude, wo eben von den hausärztlichen Internisten teilweise Klage kam, dass wir uns nicht um sie gekümmert haben. Und teilweise waren sie sehr glücklich, dass wir jetzt auf sie aufmerksam geworden sind und künftig dafür einen Platz bieten, wo sie eben ihre Aktivitäten und ihre Sorgen und Probleme darstellen können. Sie erwähnten in Ihrem Vortrag, dass gerade Frauen auch hauptsächlich den Gynäkologen sehen und dass es hier einen standardisierten Bogen für diese Check-ups geben muss. Was gibt es hier Neues oder wird es demnächst geben? Also uns schwebt vor, weil eben die Arztgruppe heterogen ist, Gynäkologen fragen einen Patienten anders als einen Allgemeinmediziner. Uns schwebt vor, eben einen standardisierten Anamnesebogen auszugeben, am besten in elektronischer Form, dass er eben auch entsprechend archiviert werden kann, dass wirklich von dem Gynäkologen und dem Allgemeinmediziner oder dem Internisten die gleichen Fragen gestellt werden. Nur dann ist dieser Bogen auch auswertbar. Denn wir haben den Gynäkologen ja nur vorgeschlagen, oder er wurde mit vorgeschlagen, weil wir ja von der Vorsorge sprechen, nicht nur im gynäkologischen Bereich, sondern wir reden auch von der Vorsorge im kardiovaskulären Bereich oder im Diabetes, im Stoffwechselbereich. Und das ist wichtig, dass wirklich konstant die gleichen Fragen von allen Arztgruppen gestellt werden. Professor Fösch, ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Kongress. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen auch.